Hallo. Hi. Solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, das Let's Play, aber bitte bedenkt, ab 18. Die sind auch von uns als USK 18 Let's Play deklariert. Das heißt, wenn ihr eurem Google-Account angemeldet seid und ihr seid unter 18, dann könnt ihr das Let's Play unter normalen Bedingungen, in Anführungsstrichen, nicht gucken. So, geben wir mal ein bisschen Gas. Ich weiß. Hier ist 50. Ja, ach ja, Deponia, genau. Ich hatte gesagt, kommt jetzt bald. Hallo. Kommt auch bald. Ich hab's hier liegen, ich hab's installiert, bin aber aus beruflichen Gründen. Einmal normal. Ja. Bin aber aus beruflichen Gründen einfach noch nicht dazu gekommen, das zu spielen und aufzunehmen, weil die, die Deponia kennen oder auch die Deponia-Reihe kennen, wissen, Deponia ist sehr zeitintensiv. Und da möchte ich mir dann auch Zeit für nehmen, um damit euch auch richtig Spaß zu haben. Also ich werde euch definitiv den Rad S-Bahnhof, werde euch in das Let's Play Deponia ganz stark mit einbinden, was so Rätsel und so betrifft. Und dann gucken wir mal. Yay, grüne Welle. Ich hätte schwören können, ich hätte rechts rumgemusst. Nee. Hätte ich nicht. Weil wir fahren ja weiter. Wir sind schon richtig. Wir sind schon richtig. Den Rad ist, ja, aber Deponia kommt auf jeden Fall in nächster Zeit. Ich am Wochenende gucken, dass ich was aufnehme. Dienstag ist Feiertag, Montag habe ich mir Urlaub genommen. Das kriegen wir schon hin, irgendwie. Ja, und Battlefield 1, ich möchte euch das ein bisschen ans Herz legen. Ich weiß, es ist ein Shooter und viele von euch können damit einfach nichts anfangen, aber tut mir doch mal einen Gefallen, guckt es euch einfach an. Ja, Julian und ich, wir sind halt nicht so die klassischen Shooter-Spieler. Also wir failen ganz oft, es passieren die übelst lustigsten Dinge und dritte Ausfahrt, also da hinten. Und da bitte ich euch echt, guckt einfach mal rein. Wobei, Moment mal, dritte Ausfahrt? Das heißt, ich müsste ja eigentlich wieder zurück. Ja, muss ich auch. Der Typ da steht natürlich jetzt richtig gut, ne? Ja, ich muss hier tatsächlich wenden. Also, wir haben so oft gefailt bei Battlefield und wir quatschen auch viel über alltägliche Dinge oder machen uns lustig über irgendwas. Schaut mal rein. Ja, The Forest ist angelaufen. Macht auch tierisch Spaß. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ah, ich muss jetzt hier links. Thank you.
stimmt, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Ach ja. Ja, und dann habe ich noch so ein bisschen was auf dem Zettel, noch ein nettes kleines Horror-Let's Play, das kommt bald. Und Evolve, die zweite Reihe, ich komme jetzt gar nicht auf den vollen Namen. Werde ich mir aber erstmal anschauen. Und wenn ich sage, okay, das macht mir Spaß, das lohnt sich, dann werde ich euch das auch zeigen. Ja, und dann gucken wir mal. Omsi kommt auf jeden Fall weiterhin. Ich versuche, Omsi regelmäßig zu bringen. Es klappt halt nicht immer. Tut mir leid. Nächste Haltestelle, Lenrader Kreuz. Ja, der fährt ja toll. Aber es bringt halt auch nichts, wenn ich abends spät dann hier sitze und Omsi total übermüdet aufnehme und dann schlechte Laune habe oder so. Das ist auch scheiße. Oh, oh! Alter, hier an, der wird kotzt übel. Das ist ja widerlich. Mann, wo haben wir denn den Führerschein gemacht, junger Mann? Mann, Mann, Mann. Knickschutz. Ja. Ach, wo war denn jetzt der blöde Schalter für den Knickschutz? War der das? Quatsch. Ja. Moment, ich bin dabei. Retarder. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ich hänge hier voll im Knickschutz drin. Ja, den parkenden Wagen muss ich jetzt halt mitnehmen. Tut mir leid. Mein Gott, da hat mich der Gelenkbus echt rausgehauen. Wobei ich das eigentlich ja von der Physik her ganz cool finde, ne? Dass das Gelenk einen dann so en masse wegdrückt. War halt jetzt blöd. Aber hat auch was. Also ich finde Omsi auch ja, sehr nice. Also mir macht es total Spaß. Hallo, besonders, ihr wisst ja, und ihr seht ja, ich bin jetzt nicht der ultra tolle Omsi-Fahrer. Und, ja. Aber ich finde, genau das macht dieses Let's Play hier authentisch. Weil ich halt überhaupt nicht der Pro bin und mal so ein bisschen das Gegenteil zu Julian, Carsten und James bin. Weil ich es überhaupt nicht wirklich drauf habe. So. Ah, Gott. Nächste Haltestelle, alter Bahnhof. Hallo. Hallo. Hi. Nö, aber Battlefield macht Spaß. Also, muss ich echt sagen. Ist auch so ein, ist auch wirklich ein Spiel, da habe ich Spaß dran und das werden wir auch weiterspielen. Battlefield 3 spielen wir auch noch. Ab und zu und ja. Ist einfach geil. Nächste Haltestelle, Schustergasse. Die Schustergasse.
Nein, ich hatte gar keinen Unfall. Lüg doch nicht. So, dann warten wir mal auf grün. Nebenbei noch ein bisschen dampfen. Ja, dann bin ich immer mal wieder am überlegen, ob ich nochmal so ein bisschen Vlog-technisch was mache. Ich weiß aber nicht wirklich was. Also klar, ich kann euch mal zeigen, wo ich mich so rumtreibe am Wochenende, wenn ich unterwegs bin. Oder einfach mal so ein bisschen was aus meiner Gegend zeigen. Keine Ahnung. Entscheidet ihr, wenn ihr da mehr sehen wollt, Vlog-technisch, wenn ihr mich mehr vor der Kamera sehen wollt. Ja, toll. Lässt sich das bestimmt einrichten. Hallo. Ich habe ja alles hier. Ne, Kamera, Stative und Beleuchtungsset. Habe ich ja alles da. Weil wir ja halt auch viele Videos damals für Marios Blog gemacht haben. Was ja jetzt im Moment nicht mehr der Fall ist. Andi wird den Kanal, also Andi Y, mein Andi wird den Kanal Marios Blog übernehmen. Und auch Gaming bringen, unter anderem auch Omsi. Nächste Haltestelle, Wertherweg. Und, ja. Weil im Moment ist so handicap-technisch, Wertherweg. Ist halt nicht viel, was man bringen kann, worüber man sprechen kann. Weil es ist ein sehr umfangreiches Thema und uns fehlt einfach ein bisschen die Zeit. So, ich will aber den Kanal Marios Blog nicht verkommen lassen und auch die Facebook-Seite und die Webseite nicht. Und deswegen wird Andi Y Marios Blog den Kanal jetzt zeitnah übernehmen, wenn ich den umgestellt habe, soweit auch vom Banner her. Und wird da auch so ein bisschen Let's Play machen. Und dann gibt es auch mal von Andi Y gibt es dann auch mal Gast-Uploads hier und von mir gibt es dann auch mal Gast-Uploads bei Andi Y. Hm. Oh, einfach mal rüberziehen, ohne in den Spiegel zu gucken. Blinken hilft da meistens. Der Wertherweg. Ja, wie komme ich auf Krefrath? Lustigerweise, ich bin ja mit James mitgefahren, die 2N. Und hab mir dann gedacht, ach ja, Krefrath könntest du ja auch mal machen, ne? So. Jetzt gibt's gleich bestimmt noch einen Linienwechsel. Bom, bom. Nächste Haltestelle, Krefrath Hauptbahnhof. Endstation. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Krefrath Hauptbahnhof. Ich hatte mich jetzt so gar nicht um die AI-Liste gekümmert. Ihr seht das, hier fahren Standard-Airsoft-Busse. Was ich jetzt aber nicht so tragisch finde. So. Ich hätte, glaube ich, gar nicht hier lang muss, oder? Kann das sein? Nein, ich habe mich... Ah, Mist. Ich hätte hinten rumgemusst, ne? Stimmt's? Lass mal gucken hier. Wo kam ich denn? Von da kam ich nicht. Ich kam von hier. Ich hätte, glaube ich, hier hingemusst, ne? Nö.
ich denn jetzt blöd? Ich kam aus der Schleife. Ja, ich hätte mich hier hinstellen müssen. Oder? Oder hätte ich hier hingemusst? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo hätte ich denn hingemusst. Nö, irgendwie auch nicht. Ach, alles total verzwickt hier. Ja. Okay. Doch, aber ich bin hier, wäre hier richtig. Bin hier doch richtig. Eigentlich ja. Da rum und dann dahin. Krefrath Hauptbahnhof. Hat er denn den Fahrplan jetzt gewechselt? Nö, hat er nicht irgendwie. Fahren wir mal weiter. Hier steht aber auch 58, ne? Also so falsch kann ich hier gar nicht sein. Genau, Krefrath Hauptbahnhof, Endhaltestelle. Und eigentlich wäre jetzt ein Fahrplanwechsel. Macht er aber irgendwie nicht. Ah so, weil ich hier noch weiter muss. Ja, zu spät. Natürlich viel zu spät. Jetzt hat er auch einen Fahrplanwechsel gemacht. Jetzt würden wir nämlich zurück nach der JVA Ambach fahren. Das tun wir aber nicht. Wir bleiben hier stehen. Ich sag Dankeschön. Freue mich auf eure Kommentare. Abo und Kommentare. Abo und Likes und so natürlich. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns dann in der nächsten OMSI-Folge oder in anderen Let's Plays. Tschüss!